Hallo zu Inside Politics Folge 55, heute im Garten von Brigitte Siehen, ihres Zeichens Listenvierte auf der Regionalliste der KPÖ im Regionalwahlkreis Graz, Graz-Umgebung für die Nationalratswahlen. Und Brigitte Siehen ist Sozialpädagogin und ich stelle Ihnen gleich die erste Frage, wer ist Brigitte Siehen? Oh, wer ist Brigitte Siehen? Ja, Brigitte Siehen ist eine sehr engagierte, schon etwas ältere Dame, die sich eigentlich immer schon für Politik interessiert hat und immer versucht hat, auf der Seite der Menschen zu stehen, die es nicht immer so leicht im Leben haben. Also das bin ich. Grundsätzlich gepflegt es oder empfiehlt es sich dem Anstand nicht, eine Frau zu fragen, wie alt sie ist, aber... Ich bin 54. Sie sind jetzt sozusagen im goldenen Jahrzehnt. So ist es. Ja, hat meine Mutter immer gesagt. Jedenfalls, das heißt, für Sie wäre eine Kandidatur oder ist diese Kandidatur sozusagen auch etwas, wo Sie sich selbst wieder unter Beweis stellen können? Ja, es ist für mich vor allem, nachdem ich mich lange nicht parteipolitisch engagiert habe, so die Erkenntnis irgendwann gekommen, dass wenn man etwas verändern will oder möchte, man sich eben mit Gleichgesinnten zusammentun muss, die auch die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen. Weil sonst kommt man irgendwie nicht weiter. Und das ist so der Hauptgrund, warum ich mich jetzt auch politisch in einer Partei engagiere. Genau. Sie sind eben selber Sozialpädagogin, Sie arbeiten bei Jugend am Werk. Was sind da Ihre beruflichen Herausforderungen, denen Sie sich tagtäglich stellen müssen? Ich arbeite dort mit Langzeitarbeitslosen in einem sehr niederschwelligen Projekt mit Menschen, die schon sehr lange aus unterschiedlichen Gründen keine Arbeit finden konnten, meist aus gesundheitlichen, weil sie gesundheitliche Einschränkungen haben und lange zu Hause waren. Und ja, wir versuchen mit ihnen gemeinsam wieder Arbeit zu finden, sie zu integrieren am ersten Arbeitsmarkt. Also das ist so mein Hauptthema in der Arbeit. Also das heißt, Sie konzentrieren sich auf den ersten Arbeitsmarkt und von den Sozialdemokraten höre ich immer wieder mal, dass die zum Beispiel einen dritten Arbeitsmarkt schaffen. Also ja. Ist das also der Unterschied zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten? Naja, ich meine, wir arbeiten jetzt am zweiten Arbeitsmarkt mit diesen Menschen natürlich. Und es gibt schon, also diese Menschen wollen noch etwas leisten. Ja, die wollen noch etwas tun und die wollen von der Gesellschaft anerkannt werden. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass es ganz, ganz schwierig ist, ihren Bedürfnissen entsprechend Arbeitsplätze zu finden am ersten Arbeitsmarkt. Ja, das ist unser großes Dilemma, das wir haben. Ja, die arbeiten bei uns am zweiten Arbeitsmarkt sehr engagiert, merken auch wieder, dass sie Energie zurückkommt, dass durch die Wertschätzung, die sie bei der Arbeit erleben, einfach auch der Selbstwert wieder steigt. Und wenn es dann konkret um Jobsuche geht, müssen wir einfach immer wieder feststellen, dass es keine Jobs mehr gibt für diese Menschen. Ja, also vor allem diejenigen, die die 50 überschritten haben, da wird es dann einfach schwierig. Ja. Und da braucht es einfach Lösungen. Ja? Und da braucht es auch Betriebe, die bereit sind auf dieses Know-how, was die Menschen ja mitbringen, die haben ja alle eine Geschichte, und einfach zurückgreifen und die wieder mit, natürlich mit ihren Einschränkungen bereit sind, sie bei sich arbeiten zu lassen. Sonst führt sich das Ganze absurd um. Wenn wir die Betriebe nicht haben, oder auch vielleicht mit finanziellen Anreizen die Betriebe dazu motivieren können, diese Menschen bei sich arbeiten zu lassen, dann ist es zwar schön, wenn sie bei uns eine Zeit lang sind, aber es ist langfristig halt keine Lösung. Ja, logisch.
Wie sehen Sie dann zum Beispiel so Aktionen wie Aktion 20.000, die ja doch sehr kontroversiell war? Also wir haben selber an dieser Aktion teilgenommen und auch selbst bei Jugend am Werk einige Mitarbeiter angestellt, wovon einige auch noch immer bei uns sind, beziehungsweise dann auf einen anderen Arbeitsplatz gewechselt haben. Und also grundsätzlich bin ich schon dafür, dass es, ob das jetzt die Aktion 20.000 sein muss, aber dass es einfach Anreize geben muss für Firmen, damit Menschen nicht zu Hause sitzen müssen, damit Menschen noch tätig sein können. Ja? Es ist ein Grundbedürfnis der Menschen zu arbeiten. Ja? Menschen brauchen Arbeit nicht nur, um Geld zu bekommen. Die verdienen nicht viel mehr Geld. Manche bekommen sogar weniger, wenn sie bei uns arbeiten, als sie vorher Notstandshilfe oder sonstige Beihilfen bekommen haben. Und trotzdem kommen sie zu uns, trotzdem arbeiten sie. Weil das einfach, ja, sie das für ihren Selbstwert brauchen. Das ist ganz wichtig, dass sie integriert sind und nicht zu Hause sitzen und immer zum Sozialamt laufen müssen, sich schämen, weil sie noch immer keine Arbeit haben, auch oft nicht mehr daran glauben. Viele dieser Menschen glauben nicht mehr daran, dass sie je noch eine Arbeit bekommen. Also das höre ich ganz oft, ja, ich bin eh schon so alt, mich will eh keiner mehr. Und durch die Arbeit bei uns beginnen sie aber wieder Hoffnung zu bekommen. Ja? Und sie haben dann auch die Möglichkeit, in Betriebe zu schnuppern und so. Und ja, also ich glaube, dass solche Aktionen schon sinnvoll sind. Ja? Und die bei uns über die Aktion 8000 eingestellt, 20.000, genau. 8.000 gab es auch einmal, aber das ist schon einige Jahre her, haben schon zum Großteil wieder sich integrieren können oder sind auch übernommen worden von den Firmen nach dieser Zeit. Ja. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang, da gibt es immer diesen kommunistischen Spruch, die Produktionsmittel unter der Kontrolle des Volkes zu stellen? Ja, ich glaube, dass das, also ich denke schon, dass es wichtig ist, also dieser Ausverkauf in Österreich aller verstaatlichten Betriebe hat den Menschen sicher nicht gut getan. Ja? Weil solche Betriebe waren in der Lage oder konnten Menschen beschäftigen, die Einschränkungen hatten, haben immer wieder Menschen beschäftigt, die vielleicht nicht mehr so aktiv sein konnten. Ja? Aber es gab dort für viele Menschen die Möglichkeit, einen guten, also gut in die Pension zu kommen, ohne viele Abbrüche. Ja? Und diese Plätze fehlen heute. Ja? Das ist... Ich habe einmal einen Artikel gelesen, schon viele Jahre her, weil Sie das ansprechen. Ja. Da hat, glaube ich, die ÖBB eine Strafe bezahlt, weil sie Leute mit Behinderung bewusst nicht eingestellt hat, weil das ihnen unterm Strich billiger gekommen wäre, als wenn sie diese Personen mit Einschränkungen eben angestellt hätten. Glauben Sie, dass das machen viele Firmen so. Glauben Sie, dass man da nachschärfen muss bei den Gesetzen? Auf alle Fälle, ja. Also ich glaube, dass... Also dass man sich da praktisch freikaufen kann und sagen kann, okay, wir zahlen das und damit ersparen wir uns. Also 3 bis 4 Monatsgehälter ist da, glaube ich, so der Schnitt. Ja, das ist für große Firmen gar nichts, würde ich mal sagen. Ja. Also das müsste mehr so in den 6-stelligen Bereich gehen. Ja, wenn überhaupt, dass man das überhaupt erlaubt, man kann das auch generell abschaffen, dass man einfach sagt, es gibt keine Strafzahlungen, sondern jeder muss. Ja? Und wir reden ja da nicht von Schwerstbehinderten, die da auf dem Arbeitsmarkt drängen. Das sind sehr oft Menschen, also wir haben viele Menschen so mit 50-60% Behinderung, die sehr wohl in der Lage sind, gute Arbeit zu machen. Ja, ja, wobei Behinderung ja nicht Behinderung eben ist. Also ich kenne Leute, die haben 60% Behinderung, weil sie an einem Ohr taub sind, am anderen aber zum Beispiel eben noch gut hören. Ja.
Das heißt, es gibt da sicher genug Möglichkeiten, diese Plätze zu füllen und sich nicht freizukaufen. Ja? Ohne dass der Betrieb jetzt großen Schaden erleidet. Mhm. Lenin sagte einmal zu einem Arbeiter in Moskau, ich glaube, das war bei einer von den ersten großen Demonstrationen, dass der gemeint hat, du redest hier groß, du erzählst hier jetzt sehr viel von der schönen neuen Welt, aber du stehst hier in deinen Lederstiefeln und in deinem Pelzmantel. Und wir alle haben eigentlich nichts Besseres als Baumwollhemden und draußen hat es minus 20 Grad. So mehr oder weniger war dieses Zitat. Daraufhin sagte Lenin, ich will ja nicht zu euch runterkommen, ich will, dass ihr zu mir raufkommt. Ja. Wie wichtig ist die Gleichheit im Kommunismus, wenn man sich anschaut, wie wirklich so funktioniert hat es ja dann in der Sowjetunion und DDR, CSSR und so weiter ja doch nicht. Ja, ja. Naja, die Gleichheit. Also ich denke, eine generelle Gleichheit wird man nie erreichen können. Ja? Es wird immer Menschen geben, die über anderen stehen. Also das ist meine persönliche Meinung, sage ich jetzt. Aber dass ich einfach, so wie eben die meine Kollegen von der KPÖ, die einfach sagen, wir wollen nicht mehr verdienen, als ein Facharbeiter verdient, ja, damit wir eben, damit dieser Abstand nicht zu groß wird. Ja, weil viele Arbeiter haben das Gefühl, ja, wer von denen versteht uns denn? Die haben ja überhaupt keine Ahnung, wie es uns geht. Ja, und ich glaube schon, dass man diesen Abstand nur dadurch möglichst gering halten kann, indem man sagt, okay, ich habe nichts dagegen, wenn ein Arzt mehr verdient als ein Bauarbeiter. Ja, grundsätzlich. Der hat lange studiert, trägt auch viel Verantwortung, was auch immer. Aber dieser Abstand ist einfach zu groß. Und wenn man mit Arbeitern redet, dann hört man das auch öfter. Die sagen, die können schon mehr verdienen wie wir, aber wir wollen auch leben. Wir machen auch wertvolle Arbeit. Ja? Und dieser, ich glaube, dass in einfach dieser Abstand für die Menschen viel zu groß ist zwischen denen, ich rede jetzt nur von denen, die arbeiten, ja, die eben auf der Baustelle arbeiten und eben mit 50 oder 60, ihr Körper ist kaputt, sie können oft nicht mehr arbeiten, sie finden keine leichtere Arbeit und so weiter. Das heißt, die ihren Körper einsetzen und diejenigen, die meinetwegen ihren Geist einsetzen, ja, dass das einfach für die vielen Arbeiter nicht verständlich ist, warum das so ein großer Unterschied sein muss. Und da geht es auch um Wertschätzung dessen, was ich tue. Und was macht ein Akademiker, wenn ihm ein Bauarbeiter kein Haus baut? Ja? Ist so. Und das ist das, was ich, also ich bin ja... Da gibt es ein schönes Historiker-Zitat, Alexander der Große hat Indien erobert und dann ist die Antwort, er ganz alleine hat er nicht wenigstens einen Koch gehabt. Ja, genau. Was so. Genau, so ähnlich. Und da muss es einfach mehr Gleichheit geben. Ja? Nicht, dass alle gleichgestellt werden, sondern einfach eine gerechtere, ein gerechteres Hinschauen. Was ist meine Arbeit auch wert? Ja? Auch im Sozialbereich verdient man keine Millionen. Ja? Also wie wird Arbeit generell bewertet? Ja? Gesetzliche Obergrenzen für Löhne wären dann sozusagen in Ihrem Interesse. Auf alle Fälle, ja. Also auch bei Managergehältern etc. Genau, genau. Das würde aber wahrscheinlich auch sehr oder viel. Oder wenn so viel Geld da ist, dass man da oben aufrücken kann, habe ich auch nichts dagegen, aber das wird es halt nicht spüren. Naja, in der DDR hat sich aber zum Beispiel dieses Konzept gegeben, ab einer gewissen Höhe bist du gnadenlos also steuermäßig behandelt worden, dass du halt, was weiß ich, einen Steuersatz hattest von 70-80%. Ja. So dass du eigentlich auch gar keine Lust gehabt hast, dann noch weiter zu arbeiten. Das ist ja vielleicht im Sinne des sogenannten Wachstumsgedankens ja auch nicht ideal. Ja, natürlich ist es nicht ideal, aber ich glaube trotzdem, dass, ja, es, wie gesagt, ich habe auch nichts dagegen, wenn die Grenze nach oben geht, ja, bei den Arbeitern, bei den Angestellten. Und Wachstum
ist auch so ein Thema, wo ich sage, ewiges Wachstum wird es wahrscheinlich nicht mehr geben können, wenn wir uns die Klimasituation zum Beispiel anschauen. Aufs Klima wollte ich gerade hinaus, also das ja. heißt, ungezügeltes Wachstum kann es ja nicht geben. Kann es nicht geben, nein. Und das wäre sozusagen, so, so komisch sich das im ersten Moment anhört, ein erster Schritt, um in Richtung Klimapolitik einen Akzent zu setzen. Zum Beispiel, ja. Was würden Sie da in der Klimapolitik zum Beispiel ändern wollen? Puh. Da habe ich nicht wirklich eine Lösung. Also momentan bin ich irgendwie schon so ein bisschen in der Resignation. Ich weiß natürlich, dass das nicht zielführend ist und uns nicht weiterbringt. Aber das ist wirklich was, wo ich einfach sage, für mich persönlich heißt es Verzichten. Wir müssen lernen zu verzichten auf viele Dinge. Ja? Wir alle, auch wir in Europa. Ja, das ist für mich persönlich die einzige Möglichkeit, die ich sehe, damit wir dem noch irgendwie entkommen können. Ja? Nur die Frage ist halt, wenn wir beginnen zu verzichten, aber andere nicht, wie weit kann man in der Klimafrage gehen? Ich meine, dass wir jetzt Bomber auf andere Staaten losschicken und die auf den wirtschaftlichen Output des 19. Jahrhunderts reduzieren, das wird es ja auch nicht gehen. Nein, das soll es auch nicht geben. Aber ich denke mir, wenn jedes Land sagt, ja, wenn die nicht tun, tun wir auch nicht. Ja? Weil das hört man ja oft, ja, sollen die mal und sollen die mal und sollen die mal. Und das ist, glaube ich, einfach was wir alle gemeinsam tun müssen. Ja? Und wenn die meisten Verursacher sind in Europa, Amerika, ja, das sind nicht die. Ist nicht Afrika, das ist nicht Asien. Ja, ja gut, China nehmen wir jetzt mal also, draußen. Ich habe noch vor 10 Jahren gelernt, in China geht jede Woche ein Kohlekraftwerk in der Kategorie 300 Megawatt online. Ja. Also das sind ja Wachstumszahlen, die nach wie vor existieren. Und Afrika hat ebenfalls sehr viel Kohle. Das heißt, die Staaten werden auch ihren Energiebedarf eventuell nicht nachhaltig decken, sondern eher mit kalorischen Systemen. Ja. Aber weil Afrika, ich meine, China hätte die Möglichkeit umzustellen, da brauchen wir nicht diskutieren. Also die hätten die Ressourcen und aber wenn ich mir Afrika anschaue, die teilweise ums Überleben kämpfen oder eben nichts zu essen haben, da stellt sich die Frage dann nicht, ja. Wie heiz ich oder wie. Diese Grundbedürfnisse, diese Pyramide, die ist für mich auf alles anwendbar. Ja? Dass ich einfach sage, wenn die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, kann ich mich nicht mit Umweltschutz oder mit solchen Sachen beschäftigen. Abgesehen davon, dass der meiste oder der gefährlichste Müll, den sie in Afrika haben, auch wieder aus Europa kommt, ja? Den wir ihnen dort ablagern. Mhm. Und ihnen dafür ihr Wasser und alle anderen Ressourcen nehmen. Ja? Und da müssen wir uns schon in Europa an der Nase nehmen. Wer sorgt denn dafür, dass Afrika oft auf Mittel zurückgreifen muss, die, wo wir sagen, ja, ist umweltschädlich. Oder wenn sie mit alten Autos herumfahren, ja? Die halt keine umweltgerechten. Ja gut, wir werden jetzt nicht den österreichischen TÜV oder den deutschen TÜV in Afrika einführen. Nein, das wird nicht gehen. Mir ist ein bisschen aufgefallen, wir werden später in der Sendung auch nochmal dazu zu sprechen kommen, dass es immer wieder starke Unterschiede gibt zwischen der KPÖ Steiermark und eigentlich der Bundes-KPÖ, also KPÖ Plus. Wo sehen Sie diese Unterschiede? Weil davon abgesehen, dass die KPÖ Steiermark realpolitische Verantwortung trägt. Ja, ich glaube, das ist der größte Unterschied, den sie halt haben und auch, glaube ich, dass sie offener sind, generell, auch im politischen Denken und nicht so verharren in alten, weiß ich nicht, so kommunistischen
Naja, aber Strukturen. Ja? Lenin und Stalin werden, also die Distanzierungen bei der KPÖ vermisse ich. Ja, ich auch leider. Okay. Also das ist schon auch etwas, das ich kritisiere. Und trotzdem kandidieren Sie? Ja, weil es für mich zurzeit keine Alternative gibt in dem Bereich, also in der Politik. Weil für mich die KPÖ zurzeit die einzige Partei ist, die im realpolitisch das umsetzt, was mir am Herzen liegt. Ja? Unabhängig von ihren politischen Ideologien sind sie dem am nächsten, was ich auch umsetzen möchte oder was für mich wichtig ist. Und was ich auch in meiner täglichen Arbeit sehe, dass das einfach gebraucht wird, dass das da ein Umdenken gibt. Ja? Und da bin ich jetzt vielleicht nicht so die eingefleischte Kommunistin, sondern mehr die Sozialpolitikerin, ja? Die auf der Suche ist nach Lösungen. Mhm. Und die sehe ich am ehesten in der Praxis, am ehesten bei der KPÖ. So, dann kommen wir zur sogenannten AMA. Das sind unsere User-Fragen. AMA heißt Ask Me Anything. Also frag mich alles, was dir einfällt. Okay. Waffle translated. Raisin Picker. Der Kollege hat nämlich einen starken Graz-Bezug. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Fragt über unsere Discord-Gruppe Inside Politics. KPÖ, im unerwarteten Falle eines Einzuges, würde man grün-rot, dunkelrot anstreben? Puh, diese Frage kann ich jetzt leider überhaupt nicht beantworten. Also, war noch nicht wirklich Thema. Ich stell die Frage anders. Würden Sie sich vorstellen, zum Beispiel im kleinen Anlauf, angenommen, es würde sich bei der nächsten Grazwahl ausgehen, dass man hier mit den Grünen zusammenarbeitet, genauso wie mit der SPÖ. Aber da ist die... SPÖ geht nicht. Also SPÖ ist ja schon einmal draußen. Warum? Aufgrund der Eisenstädter Erklärung, die ja auch nie revidiert worden ist, wird eine Zusammenarbeit mit der SPÖ in diesem Bereich nicht geben können. Also, ist aber auch schon lang her. Ja, aber das gehört auch zu diesen alten Strukturen, die man vielleicht nochmal überdenken sollte. Ja. Okay. Sind Sie für eine Abschaffung des Bargelds, um die Ausgabe von Waren und Dienstleistungen besser kontrollieren zu können? Nein, auf keinen Fall. Wirkt sich die Sache mit Kinderpornografie in der Partei immer noch negativ aus? Kenne ich jetzt auch gerade keinen Fall. Weiß ich jetzt gar nicht was. Oder meinte der andere? Okay, gut. Also bei uns hat es noch keinen Fall von Kinderpornografie gegeben, zumindest nicht in der Steiermark. Muss ich sagen, ich habe das leider heute nicht nachrecherchieren können, weil ich das erst Mittag bekommen habe. Ja, okay. Muss ich nochmal nachschauen, werde ich nachbringen. Ja. Wohnungsmarkt, und das betrifft ja natürlich vor allem Graz. Mhm. Wie viele neu geförderte Projekte strebt man an, um den aktuellen Immobilienmarkt Herr zu werden, ist vermutlich eine zu regionale Frage. Ja. Aber da Sie ja für Graz kandidieren, spielt das sozusagen in der Wahlentscheidung auch eine Rolle. Ja, sicher. Also soll man den Sozialwohnungsbau österreichweit mehr forcieren? Auf alle Fälle, ja, auf alle Fälle. Also es muss einfach mehr erst leistbare Wohnungen geben und Wohnungen, die noch betreut werden und Wohnungen, wo Menschen langfristig leben können, ohne Angst zu haben, ständig aus irgendwelchen Gründen wieder die Wohnung wieder zu verlassen zu müssen. Ne? Und leistbare Wohnungen in Graz sind sehr rar. Mhm. Und ich denke, dass das generell sich auch auf die anderen Gemeinden und so irgendwann ist auch in den kleinen Gemeinden die Zeit des Hausbauens, dass jeder ein Haus hat, vorbei. Ja? Wenn die Frage zu privat ist, sagen Sie es einfach,
dass Sie das nicht sagen wollen, aber wohnen Sie zur Miete oder haben Sie... Ich wohne zur Miete. Aber könnten Sie sich vorstellen, jetzt nochmal so viel Geld anzusparen, dass Sie dann in der Pension in einem Eigenhaus wohnen? Nein, kann ich mir nicht vorstellen und ist auch in meiner Lebensplanung nie vorgekommen. Also ich wollte nie eine Eigentumswohnung, weil ich mir das Gefühl habe, das macht unfrei. Der Sklave von sich der selbst. Der Sklave ja. Von mir selbst, ja. Nein, hab, und strebe ich auch nicht an. Also. Wohnungsmarkt, Stadt- oder Landflucht? Landflucht noch immer. Also. Ist richtig, ja. Aber ja. Wobei die Gemeinden natürlich sehr kämpfen mit dieser, mit diesem... Ja, ich meine, ich wohne in Raber und das ist kein Geheimnis, steht auch im Impressum. Ja. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein größeres Wohnbauprojekt, also wir haben eine Verstädterung am Land, weil ja. Als ich noch Kind war, war Raber noch voll genau. Vor 20 ja. Jahren mit Äckern und heute schaut die Sache doch völlig anders aus. Ja. Ja. Dazwischen sind sehr viele Eigenheime gekommen und heute kommt eine Anlage auf einem ehemaligen Reitstall, Größenordnung 200 Wohnungen. Ja. Und auch das muss man infrastrukturmäßig eine kleine oder mittlere Gemeinde mit genau. 5000 Einwohnern genau. verarbeiten können. Ja. Ja. Das kann das ja auch nicht sicher. Sinn und Zweck sein. Nein, nur die Menschen müssen wohnen. Ja, also da braucht es sicher langfristige Konzepte generell, ja? Wie Wohnen ausschauen soll oder wie. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin kein EPUler, also ein Personenunternehmer, ich mache das alles, was ich tue in meiner Freizeit, mhm. aber wenn ich auch schaue, die Infrastrukturen fehlen ja auch zum Teil. Ja, natürlich. Also natürlich. Von mir, ich sehe jeden Tag rüber 100 Meter oder 200 ja. Meter Luftlinie, Steiermärkische Landesbank, Raiffeisenbank Landeszentrale, mhm. so. Entschuldigung, Verwechslung. und daneben die Andritz mit einem Teil ausgelagert eben in Raber, weil sie die AE ja, und EVA genau. angekauft haben. Ja. Dort alles mit Glasfasern ausgebaut und wir in den Einzelwohnungen müssten uns quasi, oder in den Einfamilienhäusern müssten uns quasi die Leitungen selber legen und dann mhm. zahle ich noch einmal nicht nur fürs Verlegen, sondern auch noch dafür, dass ich es von dem anderen anmiete. Das kann ja eigentlich auch nicht ganz so Sinn und Zweck der Übung sein. Ja, ich meine, das mit der Infrastruktur, das merken wir ja in Graz speziell, dass ganz viele Leute rausziehen, was ich verstehe. Ich würde auch gerne im Grünen wohnen. Und dann aber die Infrastruktur in Graz nutzen, ja, während die Gemeinden oft säumig sind mit Kindergärten, mit Schulen, mit, um da überall nachzukommen. Ja? Das ist, merken wir in Graz, allein durch den Verkehr, den wir jeden Tag haben. Ja? Kann ich schon sagen, ja super, jetzt wohne ich in Graz, aber den Dreck haben wir da. Ja? Also das ist auch so ein Aspekt, den man natürlich nicht außer Acht lassen kann, weil in den Gemeinden, weil das so schnell geht, einfach die Infrastruktur führt, damit diese vielen Menschen da überhaupt nicht nur wohnen, sondern auch leben. Viele wohnen dort nur und leben in Graz. Mhm. Und das, da muss man wahrscheinlich langfristig sich auch was überlegen. Ne? Abschließend zum Wohnungsmarkt, fragt der selbe User dann noch, soll man Vermieter enteignen, wenn diese mehr als genug Wohnungen besitzen? Also ich bin jetzt kein Freund von Enteignungen, aber ich bin dafür, dass man sie zwingt, diese Wohnungen zu vermieten. Ja? Also zu einem leistbaren Preis vermieten. Also diese leerstehenden Wohnungen, weil ich will mit dem allen nichts zu tun haben und ist nur eine Geldanlage und bla bla bla, damit kann ich überhaupt nicht. Hm. Wobei, wie gesagt, ich bin keine Freundin von Enteignungen, aber... Zumindest sollte man diese Menschen zwingen, wie auch immer, in welcher also Form auch immer, zum Beispiel, ja, diese Wohnungen auf den Markt zu geben, zu einem leistbaren Preis. Mhm. Also das wäre, dafür wäre ich schon. So,
Alfons Honkler fragt, KPÖ würde gern fragen, ob sie Anarcho-Kommunismus unterstützen wollen. Einen was? Anarcho-Kommunismus. Nachholkommunismus. Anarcho, also anarchistischen Kommunismus. Ach so. Also ungeregelte Gleichheit, wenn ich es richtig verstehe. Ungeregelte Gleichheit. Weiß ich nicht, ich glaube, das überlasse ich lieber den Jungen. Damit habe ich nicht wirklich eine Freude. Aber ja, ich habe nie Gedanken drüber gemacht. Dazu ergänzen nur eine Frage von mir. Was braucht es am Kapitalmarkt für Regelungen? Maria, keine Ahnung. Kann ich überhaupt keine Antwort geben. Also Sie investieren weder in Aktien noch in Bitcoins? Nein, gar nichts. Gar nichts. Okay. Ich habe nicht einmal einen Bausparvertrag. Bitte, das ist jetzt echt. Nicht gestellte Nein, Szene. Also das ist was. Okay. So, wir sind jetzt sozusagen bei der dritten Rubrik angekommen. 3 von 4 4/5 Rubriken haben wir. Das sind jetzt sozusagen spezielle Ereignisse und zum Beispiel Aussagen, mit denen ich sie konfrontiere. Mhm. Jetzt muss ich aber kurz einmal einen Cut machen, weil da muss ich jetzt da noch die Szene raussuchen. Okay. Da geht es nämlich um eine Rede vom 1. Mai, wo Werner Murg bezüglich Gelbwesten und Brexit kurz Stellung nimmt. Aha. Genossinnen und Genossen, der unlängst verstorbene österreichische Literat Michael Amon hat es vor einigen Monaten auf den Punkt gebracht in einem Kommentar in einer österreichischen Tageszeitung. Er hat gesagt, die 4 Freiheiten der EU sind in Wahrheit die Freiheit der Konzerne zu tun, was sie wollen. Das zerstört die europäischen Sozialsysteme, ist ökologisch schädlich und ökonomisch falsch. Genau. Hinzuzufügen wäre, eine EU ohne bedingungslosen Kapitalverkehr, eine EU ohne bedingungslosen freien Waren- und Güterverkehr, eine EU ohne bedingungslose Arbeitnehmerfreizügigkeit, eine EU ohne bedingungslose Dienstleistungsfreiheit gibt es nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Was für die SPÖ gilt, gilt auch für den Ökonomen Stefan Schulmeister. Er will nicht begreifen, dass der neoliberale Bauplan in der EU fest einzementiert ist. Wer wirklichen Fortschritt will, wird diesen Bauplan sprengen müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Einen anderen Weg zum Fortschritt wird es nicht geben. Ich habe früher gesagt, vor einigen Worten, wir sollten gerade an diesem 1. Mai unseren Blick auch über den Tellerrand hinausrichten. Und ich habe Frankreich erwähnt und die Bewegung der Gelbwesten. Aber schauen wir auch nach Großbritannien. Hier soll den britischen Arbeitern, geht es nach den Vorstellungen der City of London und deren Agitatoren, gerade der Brexit gestohlen werden. Und deswegen sind wir solidarisch mit der linken Full-Brexit-Bewegung. Waren es doch gerade breite Arbeiterschichten, die mit ihrem Leave-Votum gegen diese 4 Freiheiten protestiert haben. Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, wie heißt es in unserem Landesprogramm? Nicht die Auflösung des Nationalstaates steht auf der Tagesordnung, sondern seine Umwandlung in einen progressiven Sozialstaat als erster Schritt zum Sozialismus. Leider, liebe Genossinnen und Genossen, verstehen das auch immer mehr Kreise in der Linken nicht. Ich war dabei. Ja, passt. Gut. Also das, was wir jetzt gesehen haben, war eine Rede von
Das, was wir jetzt gesehen haben, war eine Rede von Dr. Werner Murg, seines Zeichens Landtagsabgeordneter der Kommunistischen Partei Steiermark. Und er hat eben sich sowohl für den Brexit als auch für die Gelbwestenbewegung ausgesprochen. Mhm. Und ganz bös formuliert jetzt von mir, auch eigentlich für einen EU-Austritt. Sind Sie dafür oder nicht? Nein. Also stimmen Sie seinen Aussagen da nicht zu 100% zu? Nein, also ich kann nicht zu 100% sagen, dass ich für einen EU-Austritt bin, auch nicht für den Brexit. Aber ja, es muss anders strukturiert werden, es muss etwas verändert werden in der EU. Die EU hat es geschafft, oder ich gehe davon aus, dass das deswegen möglich war, dass wir so lange keinen Krieg hatten in Europa, abgesehen jetzt von der Balkankrise. Oder Ukraine. Ja, aber innerhalb dieser EU-Länder, ja, weil das, und dafür verzeihe ich dieser EU sehr viel, ja. Weil Frieden ist für mich eines der wichtigsten Dinge. Und solange es gelingt, dieser EU gelingt, sich für diesen Frieden stark zu machen und den zu gewährleisten, denke ich mir, lohnt es sich, mit ihnen zusammenzuarbeiten und auch etwas beizutragen und nicht davonzulaufen. Das ist wieder eine ganz persönliche Meinung von mir. Mhm. Ja? Aber zum Beispiel, weil ich relativ viel in Italien unterwegs bin und da speziell im sogenannten Verwaltungsgebiet Rest, das erkläre ich jetzt an der Stelle weniger, weil das jetzt nicht bedeutend ist für das Interview, aber in Italien verfolge ich eines, unabhängig von der Partei, sei es jetzt die Partito Democratico, die aus christlich-sozialen Kommunisten und Sozialdemokraten sich zusammengefasst hat, und zum Beispiel die Kriegserklärung an Österreich-Ungarn vor 100 Jahren zum 100. Jahrestag im Jahr 2015 feiern hat lassen in den sogenannten befreiten Gebieten von Südtirol bis Friaul runter. Die haben dort einen Alpini-Lauf gemacht mit 600 Teilnehmern und haben dann groß in Triest ein Popkonzert gegeben. Die Frecce Tricolore sind dort geflogen und so weiter. Und das war gerade die Manila, unsere Gastdarstellerin. Und da merkt man halt schon, jetzt zum Beispiel der neue Flugzeugträger der Italiener heißt auch wiederum Triest. Es gibt eine zunehmende anti-österreichische Stimmung in Italien und umgekehrt gibt es in Deutschland immer mehr Gesetze, die auch Österreich einfassen. Also man merkt ja schon, dass es innerhalb der Europäischen Union so Hegemonialschritte gibt oder Bestrebungen. Ja, natürlich gibt es die, aber die Frage ist, führt es zu etwas Besserem? Ja. Also ich war im März zum ersten Mal in Brüssel und ich bin mir da jetzt als Person nicht ganz so sicher. Ja, ja, ich weiß es nicht. Ob, ja, wenn wir uns wieder alle aufteilen und ich kann das, also ich verstehe jetzt wenig davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich kann nur was sagen, was mein Bauchgefühl sagt. Ja? Mhm. Und so von meinem Bauchgefühl her bin ich schon eher pro-europäisch. Ja? Also es ist, gehört für mich zu einem, weiß ich nicht, einem Traum, der ja erfüllbar sein muss, wenn wir zusammenarbeiten. Ja? Aber das Brexit-Dilemma, das verstehen Sie schon? Nicht wirklich, nein. Kontinentaleuropäer tun Sie das schön. Nein, ich verstehe. Also, aber wie gesagt, ich beschäftige mich ja zu wenig damit. Mhm. Ich kann da wirklich nur so aus meinem Bauchgefühl heraus irgendwas sagen oder entscheiden kann ich nichts. Aber also die EU ist jetzt nicht
Ich war vor ein paar Wochen in Wien und habe dann ausgerechnet von einem FPÖ-Mitarbeiter ein interessantes Zitat gehört. Er hat nämlich gesagt, würde ich noch in Graz leben, ich würde KPÖ wählen, weil Ernest Kaltenecker ist mir von Grund auf sympathisch. Ja, schön. Wie bedeutend ist Ernest Kaltenecker noch für die Partei? Ja, natürlich, er ist eine Symbolfigur für etwas, was niemand geglaubt hat, dass das je gelingen kann. Ja, dass die KPÖ eben wieder mitregiert in Graz und ist auch natürlich für alle in der KPÖ so ein Symbol für das. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Menschen, die jetzt, also LKK und auch Herr Kotzner, dass die einfach das sehr gut abgelöst haben, sehr gut vertreten, auch seine Ideen weitertragen oder das, was ihm wichtig war, auch weiterführen. Ja? Aber natürlich ist er in Graz auf alle Fälle so eine Figur für, ja, auch für soziale Gerechtigkeit, vor allem im Wohnbereich und so. Also das wird da wahrscheinlich immer sein. Nicht nur für die KPÖ, auch für andere Menschen in Graz, denen er geholfen hat. Ne? Aber wenn es jetzt zum Beispiel Skeptiker gibt, naja, Moment mal, die Kommunisten haben 50 Jahre den Ostblock unterdrückt. Mhm. Wie entgegnen Sie solchen Leuten? Oh, die trauen sich nie, sowas zu mir sagen. Das ist interessant. Nein, wirklich. Also ich kriege das ganz selten zu hören oder kann mich eigentlich gar nicht erinnern. Nicht einmal von Menschen, die selber in dem System gelebt haben. Also ich habe einige Freunde aus Ostdeutschland, die mir auch eigentlich nie auf das je angeredet haben. Aber ja, ist natürlich berechtigt. Also ich kann mich auch erinnern, dass kroatische Freunde von mir, nachdem der Kaltenecker in den Gemeinderat eingezogen haben, gesagt haben, Brigitte, was passiert da jetzt? Ja, die Angst gehabt haben. Mhm. Ja, die hat es natürlich auch gegeben. Mittlerweile haben sie gemerkt, okay, das ist eine andere Form, als wir sie kennengelernt haben und haben heute keine Angst mehr vor der KPÖ in Graz, ja? Und nehmen selber Hilfe in Anspruch oder unterstützen sie auch. Ja? Ja. Aber ich kann mich erinnern, damals hat es schon Ängste gegeben. Ja? Wäre dieser soziale Weg, den die KPÖ in der Steiermark und auch in Graz quasi vorlebt, ein Modell, was man auf ganz Österreich anwenden kann? Ja, glaube ich schon. Doch, wäre möglich. Und dazu ein letztes Zitat. Der Aufstieg der KPÖ in Graz ist das Ende der SPÖ. Dass die SPÖ schon einiges versäumt hat oder zu den Zugang zu, vor allem zu den Arbeitern, zu den Menschen verloren hat, der und da die KPÖ schon viele dadurch gewonnen hat, ja. Aber wie wir wissen, nicht nur die KPÖ, sondern leider auch andere Parteien. Ja, das Ende wird es nicht sein, denke ich. Aber ja, viele Arbeiter fühlen sich von der KPÖ sicher mehr angesprochen als von der SPÖ mittlerweile. Ja. Aber was jetzt in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist ja quasi nicht nur eine Halbierung, sondern fast schon eine Reduktion auf ein maximales Minimum, wenn man so möchte, von 10%, kein Stadtrat mehr. Also die Sozialdemokratie ist in Graz scheinbar an einem Punkt, wo sie am Land gerade dran arbeitet, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, sie haben es ein bisschen vergeigt, glaube ich. Speziell in Graz. Mhm. Also. So, jetzt kommen wir zur letzten großen Rubrik und danach kommt auch die letzte Frage. Okay. Ich stelle in diesem Wordwrap oder kurze Fragen Bereich eben genau das. Ein paar Stichworte, ein paar kurze Fragen, so Mini-Fragen, wie man das jetzt auch vom ORF gekannt hat. Und Sie geben dazu einfach eine kurze Antwort. Mhm. Flüchtlingskrise. Ja, Flüchtlingskrise. Also für mich war es keine Krise. Mhm. Die wurde nur so genannt, sondern es war bewältigbar und ja, unter Krise stelle ich mir etwas anderes vor. Und ich war selbst sehr aktiv in dem Bereich
Da habe ich es ganz anders erlebt, als die Zeitungen geschrieben haben. Ich habe einmal vom Hanno Wiesiak schon vor 10 Jahren gehört bei der Uni-Brennbewegung. Ich kann das Wort Krise nicht mehr hören. Ja. Wir machen aus allem eine Krise. Können Sie das Wort Krise noch hören? Nein, kann ich auch nicht mehr hören. Ernest Kaltenegger? Ist ein Vorbild für mich. Sugar Mamas? Was ist? Okay, nehme ich zur Kenntnis und lasse ich jetzt so. Österreich im Jahr 2030. Oh, wahrscheinlich schon ohne mich. Nein, glaube ich jetzt nicht. Aber da gehen Sie, glaube ich, gerade erst in Pension. Ja, ich bin hoffnungsvoll, dass es, ja, dass wir das schaffen. Dass wir noch ein lebenswertes Österreich haben, in dem wir alle gemeinsam friedlich zusammenleben können. Wehrpflicht für alle? Nein. Also sprich für Männer und Frauen? Nein, für eine Aufrüstung des Bundesheers und ich bin gegen jede Form von Aufrüstung. Das Ende der 4%-Grenze im Nationalrat? Ja. Im Sinne der KPÖ ganz sicher? Macht Sinn. Ibiza, nein. Reicht mir eigentlich auch schon, diese Ibiza-Geschichte. Ja, einfach mal abwarten, wie diese, was da jetzt rauskommt und was da. Ein bisschen die Hoffnung, dass einige Menschen viele Dinge klarer sehen oder wieder besser ins Licht rücken können. Wenn ich mich oft so umhöre, habe ich eher das Gefühl, es passiert nichts. Oder passiert genau das nicht. Ja. Aber ich denke mir immer, bei jedem Einzelfall, denke ich mir immer, jetzt müssen die Leute ja gescheiter werden. Aber schauen wir mal. Einzelfall unter Anführungszeichen, ja. Nehme ich zur Kenntnis. Es braucht mehr Geld für die Bildung. Ja, auf alle Fälle. Unbedingt. Unbedingt. Quereinsteiger in die Politik? Ja, natürlich. Und wahrscheinlich braucht es auch mehr Frauen in der Politik. Ja, sicher. Sebastian Kurz ist für mich. Der würde es jetzt laut sagen, ein Kotzbrocken. Wirklich. Sie können es laut sagen. Ist einfach so. Ist okay. Damit haben wir diesen Teil auch erledigt. Und jetzt die allerletzte Frage. Warum soll man Sie wählen? Mich? Ja. Oder die KPÖ. Die das KPÖ. Können Sie sich ausmachen. Ja, wer KPÖ wählt, wählt mich ja ein bisschen mit. Ne? Ja, ich glaube, dass wenn man will, dass sich etwas verändert in diesem Land, und zwar in Hinsicht auf soziale Gerechtigkeit, kann man nur KPÖ wählen in Österreich zurzeit. Das ist meine Meinung und somit auch mich. Dann verabschiede ich mich bei meinen Hörern und bei Brigitte Sien. Sage herzlichen Dank, also Sien und Hörern, und wünsche noch einen schönen Wahlkampf, nicht allzu viel Stress, weil es wird wahrscheinlich noch bis zum 29. September einiges zu tun sein, und wünsche Ihnen viel Glück. Dankeschön. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen, und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.